Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Excel-Tutorial. Ich habe heute was Verrücktes mit euch vor. Ich habe nämlich ein paar Kundendaten mitgebracht, natürlich Fake-Daten, und eine Referenztabelle, die importiert worden ist, die Daten teilweise aus der Originaldatei und natürlich umgekehrt enthält. Ich habe also mit euch einen Duplikate-Abgleich vor und ihr seht schon, es wird bunt. Wir haben hier auch eine Spalte mit Links. Wenn wir diesen folgen, findet er in der Referenztabelle auch an der korrekten Stelle genau diesen Datensatz, den ich eben suche. Ja, in die eine Richtung funktioniert es schon. Wir wollen also das Ganze einmal auch hier erzeugen, dass wir in der Originaldatei dann letztlich auch in der Importliste die Daten finden und auf diese eben direkt mit einem Link referenzieren können. Sowas macht man übrigens auch sehr, sehr gerne als Duplikat. Abgleichprüfung, wenn man zum Beispiel im Controlling arbeitet, ja, offene Postenlisten zum Beispiel mit Geldeingängen oder sonstigen Buchungslisten abgleichen möchte. Und ja, sowas habe ich jetzt hier nicht, deswegen nehme einfach die Daten, Ortsstraße und Co. und das könnt ihr euch dann entsprechend auf eure Listen dann ummodeln. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, dass ihr genau wisst, welche Spalten ihr vergleichen wollt. Es gibt zum Beispiel hier im Register Daten in der Gruppe Datentools einen Button, der nennt sich Duplikate entfernen. Wenn ich da also in so eine Liste reinklicke, dann den Button betätige, dann gleicht er auch sämtliche Spalten ab. Das heißt wirklich nur harte Duplikate, also oder echte Duplikate, wie ihr auch immer das ausdrücken möchtet, die also 1:1 identisch sind mit jedem Leerschritt, werden tatsächlich überprüft. Der Nachteil ist hier, wenn ich OK drücke, jetzt haben wir in diesem Fall keine, löscht er mir einfach alles, was doppelt und dreifach da ist, weg. Ich möchte sie aber ja nicht löschen, sondern ich will in einer anderen Liste danach suchen. Deswegen hilft mir das Tool an der Stelle einfach nicht, aber vielleicht für andere Zwecke mal. So, deswegen, wir möchten jede Spalte miteinander abprüfen, wirklich um echte Duplikate zu finden. Also brauchen wir in der Tabelle, in der wir suchen, also in dieser hier erstmal eine neue Spalte. Hier gibt es im Format Übertragen Pinsel, eine Einfügeoption. Will nur kurz darauf hinweisen, manchmal übernimmt er einfach von links, also immer übernimmt er von links das Format. Wir haben jetzt hier natürlich keine Zelle, insofern spielt das keine Rolle. Formatierung löschen, da könnt ihr immer Blanko starten und es kommen euch keine Formatierungen dann in die Quere. Ich nenne das Ganze mal Abgleich-ID und die erzeugen wir uns jetzt, indem wir alle Felder miteinander verketten, die eben in oder über die andere Liste gesucht werden sollen. Ich möchte hier alle mit reinnehmen, wenn dann schon alle. Und zwar machen wir das auch mal. Ich gehe über ist gleich. Es gibt verschiedene Verkettenfunktionen. Ich gehe wirklich über den klassischen, der immer funktioniert, auch nicht limitiert ist, und verknüpfe letztlich Vorname mit einem Und-Zeichen, Nachname und Straße und Haus, upsala, Hausnummer und Postleitzahl und Ort, Telefonnummer, Telefonnummer 2 und die E-Mail-Adresse und so weiter, ne, bis ich dann letztlich hinten angekommen bin. So, holen wir die letzten Felderchen auch noch dazu. So, und dann könnt ihr wirklich über diese Und-Verknüpfung eine nicht schöne, aber definitiv eindeutige ID ermitteln. Das ist dann eben diese hier. So, und mit dieser ID kann ich jetzt auf die Suche gehen in der Referenzliste und schauen, ob die eben da ist. Das heißt, ich kann die jetzt hier einfach nach unten kopieren, einen Doppelklick unten ins Eckchen oder einfach dran ziehen und dann habe ich das bis zum Ende meiner Tabelle direkt schon integriert. So, und damit die nicht sichtbar ist, kann ich die zum Beispiel verkleinern oder ich markiere die ganze Spalte, gehe ebenfalls in meinem Datenregister in der Gruppe Gliederung. Es kann sein, dass die bei euch offen ist, also aufgeklappt ist. Also ziemlich weit rechts findet ihr den Button Gruppieren und könnt diese dann natürlich hier oben erzeugen. Die wird dann auf der Spalte A mit einem Minus- bzw. Plus-Schaltflächelchen hier zum Öffnen und Schließen, ja, bereitgestellt. Man kann die auch einfach ausblenden, aber wir wollen die ja noch benutzen. Ja, das erstmal dazu. Vorbereitet ist also demnach alles. Jetzt gehe ich in meine Originalliste und von hier aus möchte ich nun genau diese Datensätze suchen, die nach dem gleichen Muster dann hier verfügbar sind. So, als allererstes kann ich also hier
meine Abgleichs-ID einmal rauskopieren, weil wir haben den gleichen Tabellenaufbau hier. Steuerung C. Und dann füge ich mir hier ebenso eine neue Spalte ein. Ihr seht, ihr übernimmt von links, die Spalte ist ziemlich breit, also lösche ich die Formatierung zum Beispiel oder nehme die Formate von rechts, dann übernimmt er mir das hier aus der Vornamespalte und da setze ich jetzt einfach mal meinen Abgleich. So, wie holen wir uns den jetzt? Es gibt eine Funktion, die nennt sich Vergleich und ich kann mit einem gewissen Suchkriterium, deswegen habe ich das in den Zwischenspeicher genommen. Ich mache jetzt hier einmal einen Klick oben in die Bearbeitungsleiste. Hier seht ihr das nämlich ganz gut. Suchkriterium, Steuerung V. Das ist gleich, brauchen wir hier an der Stelle nicht. Und dann, weil wir die Formel schon eingeleitet haben, und dann seht ihr, dass er eben genau, wenn der Tabellenaufbau identisch ist, nämlich diese Werte miteinander verknüpft. Ansonsten, wenn die Reihenfolge nicht stimmt, verkettet ihr exakt in derselben Reihenfolge, wie es eben diesem Kriterium hier entspricht. So, das ist also mein Suchkriterium. Ich suche wo? In der Suchmatrix in der Spalte A meiner Kundendaten. Wenn ich also hier raufklicke, klicke ich den nochmal an. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht aus, habe ich ihn zugemacht eben, nicht schlimm. Ich klicke einfach mal auf die Spalte B, dann seht ihr, wie die Referenz hier oben ist. Es ist also einfach nur die Spalte A bis A, die wir hier durchsuchen können. Ihr könnt hier auch einfach sagen A1 bis A300, also euren Bereich hier letztlich auswählen, den er durchsuchen soll. Ich nehme mal die ganze Spalte A, nehme erneut ein Semikolon dazu und finde dann hier noch Abgleichsprüfungen, also Vergleichstypen, kleiner als, größer als. Wir wollen aber exakt die Übereinstimmung haben, deswegen ist hier der Parameter 0. Ja, und wenn ich jetzt Enter drücke, dann gibt mir hier meine Funktion ein NV zurück, falls der Wert nicht gefunden wird. Wir haben also keinen Fritz Ebert in der Kundendaten-Importliste. Ich ziehe das mal nach unten, Doppelklick ins Eck. Und da sehen wir, dass er bei manchen eben eine ID zurückgibt. Vergleich liefert uns nämlich einen Index und zwar die Zeile, in der der steht. Bernd Bender also ist in meiner Zeile 12. Wir können mal schauen, hier ist er auch. Dort ist die Gegenreferenz auch zu finden. Insofern passt das an der Stelle. Ich kann mal draufklicken, dann bin ich direkt hier. Ja, also bis dahin läuft das schon mal richtig gut. Jetzt können wir ein bisschen modifizieren, dass das ein bisschen hübscher aussieht und können zum Beispiel sagen, wenn hier NV ist, soll er irgendwas anderes machen. Bevor wir das aber tun, will ich diesen Zeilenindex erstmal zu einem Link umfunktionieren. Das heißt, Fehlermeldung immer am Schluss korrigieren. Insofern packe ich mir hier noch eine neue Funktion dazwischen. Hinter das ist gleich schreiben wir nämlich noch Hyperlink. Das ist eine Funktion, die eine Adresse zulässt und einen sogenannten freundlichen Namen, Friendly Name, also was ich sehe in diesem Fall. Wir brauchen hier die Hyperlink-Adresse. Das ist ein Text, deswegen starte ich mit Gänsefüßchen. Mit eckigen Klammern spreche ich den Dateinamen an, Duplikatabgleich.xlsx und schließe auch wieder mit einer eckigen Klammer. Nun folgt der Name des Tabellenblattes. In der Regel könnt ihr das ranhängen. Ich habe aber hier extra einen gewählt, der auch Leerschritte enthält, also kein Text, keine Textkette, die geschlossen ist. Da verwendet man ein Hochkomma. Und das Hochkomma kommt also zuerst, dann der Name des Tabellenblatts, Kundendatenimport und wieder ein Hochkomma. Und jetzt brauche ich noch die Spalte, beziehungsweise die Spalte und die Zeile, in der ich ja hinhüpfen möchte, sobald ich da draufklicke auf den Link. Und das spreche ich an mit einem Ausrufezeichen. Jetzt kommt der Spaltenname. Nehmen wir mal an, wir möchten in der Spalte C landen, also beim Vorname. Dann kann ich hier ein C eintippen und jetzt käme eben die Zeile. Die Zeile haben wir ermittelt über unsere Vergleichsfunktion, die hier unsere 12, 13, 14 zurückgibt. Das heißt, wir können an der Stelle unseren Text, die Texteingabe beenden und verknüpfen wieder mit und, wie wir es auch eben mit unserem Suchkriterium gemacht haben, den Rest, nämlich die Funktion Vergleich, die uns die ID zurückgibt. Und ganz hinten müssen wir natürlich jetzt noch,
weil wir die Hyperlink-Adresse jetzt haben, unseren Friendly Name hinzufügen. Also setzen wir ein Semikolon und tragen einfach ein, was wir dort in der Zeile sehen möchten. Ich hatte das mit Link einfach tituliert. Ich schließe meine Klammer, drücke Enter und dann haben wir natürlich hier auch wieder ein NV, weil er war ja eben auch schon nicht in der Liste. Ich ziehe das nach unten mit einem Doppelklick und dann sieht man sofort, dass bei Bernd Ute und Jean hier der Link hinzugefügt wurde. Ich klicke auch mal bei Ute drauf auf den Link und da kommt jetzt eine kleine Fehlermeldung. Die angegebene Datei konnte nicht geöffnet werden. Das bedeutet, irgendwas ist in meiner Syntax hier falsch gelaufen. Wahrscheinlich ein Tippfehler und ich sehe ihn auch direkt. Hier steht Duplikatabgleich, aber meine Datei heißt Duplikateabgleich und betätige ich jetzt nochmal mit Enter, kopiere meine Werte, also meine Formel nach unten und nach oben, dann können wir es nochmal direkt versuchen. Und schon landen wir auch bei der richtigen Spalte und natürlich auch wieder zurück. Ja, also bis dahin sieht das alles gut aus, nur unsere NVs müssen wir jetzt noch wegbekommen. Das heißt, vor dem Hyperlink setzen wir jetzt noch unsere Wenn-Fehler-Funktion. Das heißt, wenn aus diesem ganzen Konstrukt hier ein Fehler resultiert, dann springe ich bis ans Ende, setze ein Semikolon und möchte dann einfach nichts anzeigen lassen. Also Gänsefüßchen, Gänsefüßchen ist nichts. Ihr könnt auch natürlich was anderes eintragen, nicht gefunden oder sonst irgendwas. Ich bleibe mal bei einem leeren Feld, betätige mit Enter und dann kann ich das auch wieder nach unten bzw. oben ziehen. So, es geht also in alle Richtungen. Ja, so sieht das doch richtig gut aus. Und letztlich könnten wir noch, wenn wir möchten, mit einer bedingten Formatierung jetzt alles highlighten, was eben leer ist, beziehungsweise den Alternativtext enthält. Dazu kann man auch direkt schon alles markieren. STRG-SHIFT-Pfeil nach rechts, STRG-SHIFT-Pfeil nach unten, dann habt ihr die Datenquelle direkt markiert. Wir wechseln zurück ins Startregister und achtet darauf, dass ihr wirklich ganz vorne ankommt, auch hier mit euren Cursern. Also ich habe die Spalte A ausgeschlossen, das heißt, bei mir geht es los bei B1 bis eben zu den Enden der Spalten und der Zeilen. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn wir die bedingte Formatierung mit einer Regel hier festlegen, dann gibt es, wenn ich auf Neue Regel klicke, im unteren Bereich Formel zur Ermittlung der formatierenden Zellen verwenden. Und klicke ich dann jetzt hier rein, um die Formel zu ergänzen, muss ich wissen, wo mein Start ist, und zwar der Markierungsstart. Wenn ich also ein Ist gleich eintrage und hier B1 auswähle, das ist meine erste Zelle, kann ich sie natürlich auch eintragen, so ist es halt leichter, betätige ich im Anschluss die F4-Taste und zwar zweimal, damit nur das Dollar vor der Spalte B steht. Denn wir wollen die Spalte B abprüfen, was dort eben letztlich enthalten ist. Und wenn dort nichts drin steht, also ist gleich Gänsefüßchen, Gänsefüßchen, das was in der Wenn-Fehler auch drin steht, dann soll irgendeine Farbe erscheinen. Ich klicke also in Formatieren, dann komme ich aufs Zellenformatieren-Menü mit allen Variablen für Schriftart und Zahl und Co. Und beim Ausfüllen finden wir letztlich die Farben. Ich nehme mal Gelb, drücke OK, nochmal OK und alles, was eben jetzt nicht gefunden wird in unserer Referenztabelle, wird direkt gelb angezeigt. Ja, so sieht das Ganze aus. Probiert es mal. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ich hoffe, ich kann wieder viel Inspiration mitschicken für eure Excel-Listen und euren Excel-Alltag. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Liebe Grüße, eure Indra.